Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play WWF No Mercy Survival. Heute war ein schlechter Tag, ich habe bis jetzt noch nichts gewonnen, deshalb hoffen wir mal, dass das heute was, dass das jetzt was wird. Ich nehme jetzt Kane, der ist groß genug, der wird ja wohl gewinnen. Oh. So, ja, das ist doch mal ein Entrance. Der gute alte Kane, der jetzt immer noch dabei ist, immer noch aktiv. Ich glaube, einer, der am längsten dabei ist an aktiven Wrestler, also derzeit immer noch Wrestling. Ich sehe den Undertaker nicht als aktiven Wrestler, übrigens. Ja, wer ist das? Es piepst ein bisschen. 13. Ich glaube, den kenne ich gar nicht. Ach, Test, den kenne ich, klar. Der war mal Moderator. Den kenne ich aber auch nicht aus seiner aktiven Wrestling-Zeit. Kommt da nochmal Kane? Oder hat Kane auch eine Freundin, die... Haben wir jetzt allen Ernstes oder habe ich eben was verpasst? Kane kam doch schon rein, oder? Das wird gleich was. Und jetzt kommt dazu wieder einer von den vielen. Vielleicht wieder Albert. Ja, Albert ist es. Oder auch Lord Tensai, wie man heutzutage kennt. Haben wir jetzt allen Ernstes zwei Kanes im Ring. Also, das Spiel ist echt der Hammer. Ja, gut. Aber gut, es gibt mehrere Outfits, deshalb ist das nicht so schlimm. Ich finde das nur gerade irgendwie lustig. Und der Kane hat sich natürlich direkt mal mich als Ziel ausgesucht, ne? Komm doch! Tasmanischer Teufel! Oh, ein Big Boot! Noch ein Big Boot! Unten! Oh! Es ist ein Knee Drop dann, oder? Also ein Wurf aufs Knie. So, also wir sind der Kane oben links, falls das jemand noch nicht weiß. Ich wollte den jetzt eigentlich rauswerfen, aber das geht wohl nicht so schnell. So, ja, break mich doch, du Scheiß. Na gut, ich will hier nicht so viele Schimpfwörter benutzen. Und noch ein Big Boot in die Fräse. Und jetzt, zack, ein Kniestoß. Jetzt... Ja, ja, jetzt kickst du mich raus, ne, Tess? So, also, mir ist es nur wichtig, dass noch ein Kane im Match bleibt, egal welcher. Nein, Quatsch, ich will natürlich so weit wie möglich kommen. Also, nochmal so ein kurzer Part wäre scheiße, ne? Ah, das ist doch mal ein guter Aufgabegriff. Gib auf! Oh, guck mal, wer da rausgeflogen ist, hä? Und jetzt wirft er mich raus. Nein, macht er nicht, denn ich werf ihn raus. So, das ist Gerald Briscoe, der übrigens mit der Musik von Hulk Hurricane, ja klar, Hulk Hogan reinkommt. Oh, ein Tombstone. Und Pin. Ah, gut, er pinnt. Ja gut, das war jetzt auch irgendwie verständlich, dass der nicht direkt tot ist. Ich glaube, der ist kein normaler Wrestler und soweit ich weiß, kann man solche Leute freischalten, indem man sie eliminiert. Ah, zack. Reicht das jetzt auch, wenn der andere Kane den eliminiert? So, das hier war schon mal so eine Art Sidewalk Slam. Und dieser Gerard Briscoe, der macht hier gerade mich fertig, aber halt doch nicht mich. Oh, guck mal. Wer noch eliminiert wurde. So, Autosirenen. Bullbucher, Ballbatschen, I guess, denke ich mal. Ah,
fängt ja schon mal gut für mich an, ne? Muss ich jetzt Kane fertig machen, während sich die zwei Freischaltbaren hier verprügeln? Nein. So. So, also ich weiß immer noch nicht, warum die sich jetzt alle nur auf mich spezialisiert haben oder auf den am Boden. Ich weiß es ja auch nicht. Oh, guck mal, Teamwork. So, und jetzt, ah ja gut. Der alte Knie-auf-Knie-Trick. Machen wir nochmal. Sieht besser aus. Gehen wir jetzt an den Bachenen, Butschanan. Au. Habe ich einfach mal einen Finisher verloren, das gibt's doch nicht. Ja gut, das ist der falsche Pin. Da wird das nichts. Ich will den pinnen. Komm, kümmere dich um den anderen. Komm, los, mach doch. Oh. Ja genau, geh auf. Genau, geht aufeinander. Ich will euch gar nicht. Wenn zwei Kanes gegen einen Kerl am Boden kämpfen, ist das... ist das schon mal lustig. Oh, Kane hat ein Special. So. Wisst ihr, was lustig wäre, wenn ich mit Kane zusammen in... Double Tombstone machen könnte, aber... das war ja jetzt mal Kacke. Guess what? I guess you're dead now. Ich hab jemanden gekillt. Naja, nur eliminiert, aber egal. So. Die Musik, das ist doch Steven Richards, okay. Ja, der ist doch gerade hier. Ich glaube, der hat was mit dem Wachenden hier zu tun. Ich will nicht auf Kane. Ah. Na gut, ich denke, irgendwann muss er raus. Der nimmt mir hier meinen Platz als Kane weg. Gut. Aber ne, also ich merke so langsam, wenn man einfach die Großen holt, mit denen ist das Ganze einfach viel einfacher als mit den Kleinen. Und jetzt nochmal auf. Einfach mal eine Powerbomb, gut. So, erstmal den Handschuh wieder richtig machen. Oh, so, stirb, Kane. Du bist nur ein Nachmacher. Ich habe wieder einen Finisher verloren, das gibt's doch gar nicht. D'Lo Brown, den kenne ich auch nicht. Ist mir aber auch egal. Ich mache noch ein bisschen den Kane hier fertig. Stirb!
Und noch eine Powerbomb. So. Zwischendurch kurz einen Schluck trinken, damit man hier auch nicht komplett verdurstet, ne? Und ein Sidewalk Slam war das hier dann. So. Hey. Was soll denn das jetzt? Jetzt gehen die hier zu zweit auf mich los. Was soll denn das? Ach Gott. Der arme Kane 2. Weil ich bin ja der richtige Kane. Natürlich bin ich der richtige Kane. Probieren wir es mal. Oh, scheiße, Roadbreak. War ja auch klar, dass das nicht so einfach wird. So, und nochmal. Ich weiß auch gar nicht genau, wie die Aufgabegriffe funktionieren, ob das einfach automatisch läuft. Nein, bitte nicht. Oh, scheiße. Okay, mit dem Großen ist doch nicht einfacher. Aber hey, ich habe 3 Leute eliminiert. Wenigstens etwas mehr als vorher. Und einer davon war immerhin ein besonderer. Vielleicht habe ich den jetzt freigeschaltet. So. Ich weiß immer noch nicht genau, was das hier alles bedeutet. So, jetzt, ich will jetzt gar nicht noch, noch eine Runde machen, weil wir machen immer nur eine pro Part. Ich will nur gucken, ob dieser eine irgendwo war, beziehungsweise ob er jetzt irgendwo ist. Da sind die zwei. Aber, wie hieß der nochmal? Naja, ist nirgends dabei. Das muss ich mir dann wohl mal wieder anlesen. Ja, gut. Gehen wir hier wieder raus. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.